Die Omikron-Variante des Coronavirus belastet Amerika. Die Variante hat sich rapide ausgebreitet, auch hier in den USA. Laut der Seuchenbehörde CDC sind jetzt bereits 73% aller Neuinfektionen auf das Omikron-Virus zurückzuführen. Das ist eine dramatische Explosion der Fallzahlen. Besonders krass und dramatisch ist die Lage hier in New York City, wo die Positivtestraten rapide nach oben schnellen und auch viele Menschen bereits in Krankenhäuser eingeliefert werden. Auch Miami wurde genannt als möglicher neuer Hotspot der Omikron-Variante. US-Präsident Joe Biden versucht, die Amerikaner in dieser wirklich intensiven Zeit zu beruhigen. Er möchte einen Plan vorlegen, um Omikron zu besiegen, um diese Welle zu brechen. Basierend ist dieser Plan hauptsächlich auf Gratistests, die an amerikanische Haushalte geschickt werden sollen. 500 Millionen dieser Tests hat Joe Biden prognostiziert oder hat sich vorgenommen, sie auszuliefern. Wie gesagt, sie sollen nichts kosten. Damit möchte man die Engpässe bei den Testzentren minimieren, denn hier kam es bereits zu Engpässen, besonders hier in New York. Joe Biden möchte weiters festlegen, dass Soldaten der Nationalgarde im Einsatz sein sollen, bis zu 1000 Soldaten, die eben Krankenhäusern, die überlastet sind, aushelfen sollen. Das ist ein weiterer Punkt des Plans. Allerdings, was die Amerikaner sicher gerne hören mögen, ist die Tatsache, dass es laut Joe Biden keine neuen Lockdowns geben soll. Aber das ist natürlich teilweise auch Sache der Bundesstaaten und der eigenen Metropolen. Klar ist, Joe Biden versucht, die Amerikaner zu beruhigen, denn der Fortgang dieser Coronavirus-Pandemie schadet auch ihm politisch.